Heilige Scheiße, habe ich gerade Gänsehaut. Was war anders? Gibt's was Neues zur Quelle dieses Signals? War nicht ganz leicht, aber ich konnte einen kleinen Sektor ausmachen, den unsere Aufklärer gerade durchsuchen. Ich habe die Scans etwas korrigiert. Da ist wohl ein UNSC-Bunker oder Forschungsposten, aber er ist schwer beschädigt. Sieht nicht gut aus, aber die Spartans schaffen das. Das tun sie immer. Das würde wesentlich schneller gehen, wenn sie mich mitschicken, Captain. Ohne Serena hier brauche ich sie auf dem Schiff, Professor. Außerdem wissen wir nicht, was uns da unten erwartet. Jerome, Team Rot muss sofort zu den Koordinaten der Professorin. Stellen Sie den ersten Kontakt mit dem Sender des Signals her. Verstanden. Wir werden sie finden. Boah, wie geil, was da gerade alles für Erinnerungen auf mich reinprasseln. Ah, das mit Serena, Mann. Ah, scheiße, die war mir auch ziemlich sympathisch, muss ich wirklich zugeben. Allgemein die KIs. Aber ja, 7 Jahre Betriebsdauer und die sind jetzt 28 Jahre. Auch noch interessant, 28 Jahre. Das erste Halo Wars spielte 20 Jahre vor den Ereignissen von Halo 1 Combat Evolved. Und jetzt 8 Jahre später nochmal nach dem. Wo sind wir dann etwa? Zwischen welchen Halo-Teilen? So circa bei Halo 5 rum sollten wir uns befinden, wenn ich richtig rechne. Aber den Zeitplan vom ganzen Halo-Universum nicht mehr so im Kopf, muss ich zugeben. Ja, aber egal, wir wollen ja nicht lange labern, sondern hier spielen noch kurz die Missionszusammenfassung. Mit Team Rot die Signalquelle finden und untersuchen. Aufklärungsbericht. Die Aufklärer des Spirit of Fire sollen auf der Oberfläche mit Team Rot zusammenstoßen. Schwierigkeit? Unmöglich. Nein, normal natürlich. So. Spirit of Fire, nähere mich den Einsatzkoordinaten für Team Rot. Bereithalten, Team Rot. Ich freue mich schon darauf, endlich was zu tun. Ach, endlich wieder echten festen Boden unter den Füßen, nicht wahr, Alice? Du hast doch alles beim Absprung gesehen, Douglas. Hier ist nichts echt. Alice hat recht. Wir wissen nicht, was uns da unten erwartet. Haltet die Augen offen. Sagt mir einfach, wo der Feind steckt. Und die da? Okay, die bleiben hier. 092 ist bereit. Na gut. Spartans. Die Aufklärer sind ein Stück voraus. Los geht's. Jupp. Wie gesagt, bin dann erkunden wir mal. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich selbst weiß auch nicht, was uns hier erwartet. Wir machen mal schön langsam und vorsichtig. Was ist das da? Aufklärer 1 hier. Wir haben Sprengladungen platziert, um den Weg freizuräumen. Ich weiß nicht, gegen was die sich verteidigt haben, aber das sind echt massive Barrikaden. Oh mein Gott. Wollt ihr nicht? Eben, wollt ihr gerade sagen. Geht da mal ein bisschen weg, Leute. Eiskalt über das Ziel und drücken sie zum Angreifen. Ah, so. Wem soll es wehtun? Es war nur eine Barrikade. War nur eine Barrikade. Was ist das da? Jerome, das hier sind keine militärischen Verteidigungsanlagen. Ja. Wurden eilig zusammengebaut. Die waren verzweifelt. Wieso auch keine Verteidigungsanlagen? Die wussten doch, dass sie ein Ziel für die Allianz sind. Sparken auf dem Weg. Wieso gibt es hier UNSC überhaupt? Wie sind die hier hingekommen? Wie sind wir überhaupt hier hingekommen durch den Split Space? Da vorne geht's runter. Ja, dann würde ich mal sagen, Vollgas. Alter! Alter, er gibt gleich noch Vollgas, wie geil. Unbefestigt. Das waren keine Soldaten, sondern Wissenschaftler. Dann machen die ergeben die Barrikaden auch einen Sinn. Ah, unsere Freunde, hier noch ein Lok. Ich sehe Plasmaspuren. Viele. Sieht nach Allianzlern aus. Jo, Plasma deutet meistens auf Allianz hin. Noch kurz, was ich auch noch erwähnen möchte. In Halo Wars 1 sind wir auf die Flat getroffen. Es wäre wieder mal richtig geil, in einem Halo wieder mal auf die Flat zu treffen. Halo 4 gab es keine Flat, Halo 5 gab es keine Flat. Also von dem her. Noch mehr Plasmaspuren. Die haben nichts heil gelassen. Wir
Wer immer es war, sie sind schon lange fort. Wir erfahren mehr, wenn wir es zum Signal schaffen. Kollege, du fühlst dich sicher hier, so alleine? Ich bin unterwegs. Na gut. Warten auf dem Weg. Sieht aber geil aus hier. Grafisch hat sich da was getan zu Halo 1. Alter, ich lerne es wohl nie. Was macht der Nightingale hier? Haben wir Verwundete? Okay, also Nightingale sind in dem Fall die Flugzeuge, die eben reparieren und heilen. Ich bin unterwegs. Gut, dann ist das definitiv etwas mehr, das wir wissen. Was ist das da? Eine Autowerkstatt näher runtergekommen oder was? Ich bin unterwegs. Mir gefällt es hier nicht. Sparken auf dem Weg. Alles zerstört, was ist das? Ah. Ein Pelikan? Eines unserer Aufklärungsteams, Sir. Wir fanden sie so. Keine Ahnung, was sie getroffen hat. Sieht aus, als bekämen wir doch noch etwas Action. Die Frage ist, von was bekommen wir Action? Auf dem Weg. Bin unterwegs. Rück aus. Was zum Teufel lauert hier auf uns? Okay, wir kommen auf eine Blutsfährte-Plattform. Unsere Aufklärer haben das Portal erkundet, das sie zum Signal runterbringt. Der Rest der Truppe bleibt zurück und beschützt den Ausgang, während sie nachsehen. Verstanden. Ja klar, die wertvollen Spartans schicken wir da rein. Wir schicken nicht ein einziger der Marines rein, wir schicken alle drei Spartans rein. Na gut, ist ja nochmal gut gegangen, also von dem her. Professor, wir haben weitere Portale gefunden, aber etwas stimmt mit denen nicht. Sie scheinen modifiziert worden zu sein. Und das da sind keine UNSC-Maschinen. Halten Sie die Augen nach mehr davon offen. Das sind keine UNSC-Maschinen. Okay. Bedeutet was jetzt für uns? Okay, hier ist ein Alarm. Mir gefällt das nicht. Irgendwie hört sich das nach Falle an. Henry Lamb, Forschungsaußenposten. Spirit of Fire, wir sind da. Basis sieht von außen sauber aus. Sehen wir mal, wer da ist. Oh. Oh, 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 oh. Wer von euch hat den Trailer gesehen? So, jetzt sag ich nichts mehr, ich bin ruhig. Identifizier dich. Isabel, UNSC Logistik, Archenforschungsaußenposten. Isabel, wo sind die Überlebenden? Wie viele Allianztruppen sind hier? Allianz? Nein, warum so... Hören Sie, Sie sind in großer Gefahr. Oh nein. Was war das? Das war er. Du kommst mit uns. Ganz wie vermutet.
nichts als ein Mensch. Team Rot, hier Spähtrupp. Mehrere Gegner nähern sich ihrer Position. Alice, wir brechen auf. Genau. Lauft, kleine Dämonen. Zentrale, hier Team Rot. Ein verwundeter Spartan. Macht sie nieder. Er bitte sofortige Evakuierung. Findet raus, wo sie hier kamen. Douglas, bleib bei mir. Und bringt mir alles. Douglas! Nützliche. Haben wir. The Roman Spirit of Fire. Cutter hier. Status. Sir, er bitte Nahbereichsbeschuss. Unsere Position. Richtung Norden. In 5 Sekunden. Interessanter Plan. Verstanden. Archer-Raketen feuerbereit. Festhalten. Ach du Scheiß, geht schon los. Alter, drück aufs Gas, überfahren. Hallo? Was passiert da draußen? Wo fahren wir hin? Schnauze, Isabel, anschnallen. Den Blut holen wir uns aber später. Ich habe sie gewarnt. Sie haben Glück, dass los. Sie noch leben. Los. Alter, gib Gas. Ich kann sie gerade nicht im Auge behalten, wenn ich Befehle geben muss. Boah. Alter, was ist das da? Sie nutzen die Archenportale. Portale? Alter, zwischendurch. Was, neben sie nicht erreicht? Ja, ist mir doch egal. Ja, die Brückensteuerung. Los, Alice. Bin dran. Beeilung, die kommt her. Was? Alice? Ne. Nur für den Moment, Isabel. Pilot, wir sind an Bord. Los! Jerome, wir haben ein Sanitäterteam für Douglas. Ich will einen kompletten Bericht von Ihnen und der KI, sobald Sie wieder auf der Spirit of Fire sind. Verstand, Sir. Den sollen Sie kriegen. Okay. Silber, okay. Von mir aus für das erste Mal. Ist auch Schwierigkeitsgrad normal, von dem her akzeptieren wir das. Alter, es war gerade eine geile Zwischensequenz mitten in der Mission. Na gut.